Das habe ich jetzt wirklich ein bisschen gebraucht, bis ich dieses Video anfange. Ist, glaube ich, inzwischen bekannt, dass ich ADHS habe. Und Menschen mit ADHS, die mögen es nicht, wenn so ein Chaos ausbricht. Und wenn ich diese Favoritenvideos immer mache, sieht es ja immer aus. Und du musst im Nachhinein aufräumen. Und ich sehe genau, du hast noch nicht abonniert. Falls du das noch nachholen möchtest, unterstützt du mich, unterstützt meinen Kanal. Das kann man übrigens auch mit dem Daumen nach oben machen und vielleicht hast du ja Bock, irgendwas in die Kommentare ranzuhauen. Falls du richtig gut drauf bist, kannst du auch eine Kanalmitgliedschaft abschließen. Was bringt dir das genau? Gar nichts. Ich schaffe es leider nicht, da irgendwie mehr Videos hochzuladen. Aber vielleicht können wir es ja so regeln, dass du vielleicht vorzeitig in meine Videos reingucken kannst. Da gibt es nämlich eine Funktion bei YouTube. Also, falls du Bock hast, danke für die Aufmerksamkeit. Tschüss! Das soll dich aber nicht davon abhalten, dieses Video zu gucken, weil du guckst das Video nämlich gerne und für dich mache ich das. Nicht für mich, für dich. Und ich bin an der Stelle egal. Wir fangen in diesen Videos immer mit den Sachen an, die ich euch nicht in die Kamera zeigen kann. Ich blende sie euch ein und wir fangen an mit dem Ben-Bären-Schneider. Jetzt muss ich gerade kurz überlegen. Ben-Bären-Schneider ist keine neue Entdeckung von mir. Dem folge ich schon seit über einem Jahr. Nur jetzt. Ich habe ein Interview von ihm gesehen oder einen Podcast, ne? Und da hat er erzählt, dass er halt jetzt für eine Werbekooperation, er macht halt nur noch so ein paar. Und er kriegt für eine halt einen sechsstelligen Betrag. Das ist so der Hammer. Ich meine, der Typ ist halt echt auch eine Nummer, ne? Also, das kann man ihm halt einfach nicht übel nehmen, ne? Also, der läuft eigentlich wie so ein Spießer rum, aber an ihm sieht das geil aus. Und der hat halt echt auch so eine Art und der ist halt auch komplett zutätowiert. Die liebt man oder die hasst man? Also die wenigsten hassen ihn, denn er hat eine Reichweite von über 300.000 auf TikTok und fast 500.000 auf Instagram und nicht so groß auf YouTube. Ich glaube, YouTube macht er auch bloß so aus Leidenschaft. Da gibt es einmal im Jahr den Countdown, wo er dann nach Amerika wieder geht, nach Hollywood. Das ist so sein Ding mit der Rieke zusammen. Und letztes Jahr habe ich immer wieder mit der Rieke zusammen geschrieben. Das war mega lustig. Und ich bin echt, also wenn ich mir solche Erfolgsgeschichten angucke, finde ich das einfach mega cool, weil er halt einfach auch so eine Type ist. Und man aus ihm auch so ein bisschen Kreativität schafft. Ich habe vor über einem Jahr angefangen, mir zum Beispiel so Stoffhosen zu kaufen, die so ein bisschen anzugmäßig sind. Da hat er mich so dazu inspiriert. Weil er macht ja so Männermode, die ein bisschen teurer ist. Und möchte auch so ein bisschen das hochheben, dass man seine Sachen wieder ein bisschen mehr wertschätzt. Ne? Also nicht einfach nur kauft, sondern kauft dir mal was Qualitatives, was richtig Gutes. Das muss nicht unbedingt teuer sein. Das kann auch Secondhand sein, sagt er ja auch immer wieder. Und das mag ich an ihm. Das mag ich an ihm wirklich. Und er hat auch gesagt, so viele Firmen wollten ihm auch Dinge zuschicken, aber zum einen muss er das ja versteuern und zum anderen braucht er das halt einfach nicht, ne? Und der hat halt jetzt einfach ausgesorgt. Der hat einfach über Nacht ausgesorgt. Der hat innerhalb von einem Jahr hat er die Masse an Leute zusammengesammelt. Das ist einfach. Ich glaube das immer noch nicht hier. Das ist einfach zu krass. Es ist einfach zu krass. Tipp Nummer 2 oder ja, Favorit Nummer 2 ist die Hatice Schmidt. Die hatte ich schon mal in meinen Favoriten drin, aber ich gucke sie jetzt halt wieder regelmäßiger, seitdem sie auf YouTube Talk-Content macht. Ich bin jetzt nicht jemand, der regelmäßig auf Instagram unterwegs ist. Da habe ich halt meine Leute wie Ben Bärenschneider, den ich gucke, aber ansonsten, ich habe jetzt mal so ein paar Sachen auf Instagram von ihr angeguckt, da macht sie auch mehr so Mode und Fashion und immer noch die Kosmetikschiene. Auf YouTube macht sie das nicht. Und sie hat aber auch richtig inspirierende Kurzvideos, muss man echt sagen. Da kann man so das ein oder andere vielleicht ein bisschen abgucken. Kann man, wenn man Kurzvideos macht. Ich mache sie ja nicht sonderlich gut, finde ich. Also da kann ich noch ein bisschen dazulernen. Aber ihre Talks
sind super. Guck da auf jeden Fall mal rein. Hatice Schmidt auf YouTube eingeben. Ich glaube, man kennt sie, oder? Also sie macht wirklich keinen Kosmetik-Content auf YouTube mehr. Vielleicht behandelt sie die Themen noch ab und an, aber sie hat richtig gute Talk-Formate. Top. So. Eine Sache, die ich vor kurzem erst kennengelernt habe über die Monjamina, ich folge ihr immer noch, ist das Commonplace Book. Ich habe mal so ein bisschen geguckt, wie ich die ganze Sache nutze. Ich habe mir billiges Notizbook, ein liniertes auch noch geholt, um das Ganze auf die Spitze zu treiben. Und da schreibe ich mir tatsächlich so Wissenssachen rein. Ist es für mich als Mensch mit ADHS gar nicht so blöd. Weil über die Hand, ich weiß nicht, wie ich das erklären soll, über die Hand, wenn ich was aufschreibe, kann ich mir Dinge besser merken. Also sie bleiben dann besser bei mir haften. Und bei uns in unserer Gesellschaft ist es so, dass wir eh mit Informationen, mit Social Media so krass befeuert werden, dass Informationen sehr schnell wieder weg sind. Also schreibt man die sich auf. Das kann auch eine richtig gute Schreibübung sein. Und ja, so hole ich auch so ein bisschen Inspiration auch aus meinem tiefsten Inneren her, auch Videoideen oder so. Also ich kann es echt nur empfehlen. Ich habe da so eine kleine Registratur, sagt man, glaube ich, gemacht. Aber ja, das muss ich noch mal ein bisschen überarbeiten. Und das war eine Karte von mir und das Buch hat vielleicht 4 € gekostet oder so. Guckt euch das Video mal von der Monjamina an. Ich werde es, denke ich, mal unter das i packen. Ja, falls ihr es nicht gesehen habt, ich kann es empfehlen. Sie macht es echt schon super lange. So, noch eine Sache. Und zwar meine Kopfhörer. Die Kopfhörer hatte ich auch schon in einem Video drin. Ich darf die jetzt nicht aufbehalten, weil das sind halt Noise-Canceling-Kopfhörer. Und du hast halt wirklich, ja, das ist halt alles gleich sehr abgedämpft. Nicht zu 100%, aber schon so ziemlich. Man hat die Kopfhörer schon öfters jetzt bei mir gesehen. Ich habe meine über Payback. Ich habe tatsächlich Payback-Punkte ausgegeben, weil es die ja irgendwann mal bei Payback gab und das hat gerade gepasst und ich habe eh einen Kopfhörer gebraucht. Und die sind halt von der Qualität her, sind die einfach so super. Mit dem Gerät gibt es einfach keine Probleme. Und ich bin auch echt der Meinung, wenn ich die kaputt mache, dann werde ich mir neue holen von JBL, weil das ist halt echt mega gut. Hier fliegen schon die Sachen runter, kein Problem. Ihr habt es vielleicht vor kurzem gesehen. Oh, mein Pony sieht nicht gut aus. Ich habe gerade so Probleme mit den Haaren, weil der Luftfeuchtigkeit und so. Komme ich gerade nicht hinterher. Und die sehen ganz oft ganz, ganz schlimm aus. Naja. Das waren meine Schuhe des Sommers. Wenn du das Video siehst, sind ja schon wieder 4 Wochen ins Land gezogen. Ich habe ja auch ein ganzes, ja, Fashion-Video gemacht mit den Schuhen. Da habe ich sie am allermeisten getragen gehabt. Ich habe jetzt mir so klassische Birkenstocks, das sind auch keine Birkenstocks, geholt, die ich eventuell auch so im Winter auch mal in der Wohnung anziehen kann mit Socken und so. Nicht draußen natürlich, ist klar, weil das kannst du mit denen hier nicht machen. Das sind reine Sommerschuhe, weil du hast da halt auch den Zehen und so. Und das sind tatsächlich vegane Schuhe. Würde ich mir wieder kaufen. Ich habe geguckt, ob es die bei Aveso immer noch gibt. Die gibt es immer noch bei Aveso. Ich kann die Qualität von den Schuhen echt empfehlen. Ich habe die jetzt das vierte Jahr oder so. Oder das fünfte. Nee, das vierte Jahr. Es war Corona. Es war Corona und dann gab es die nicht. Und ich habe ein paar Monate warten müssen. Und dann waren die auf einmal wieder aufgestockt. Und die kosten immer noch den gleichen Preis, nämlich 65 Euro. Und ich kann das einfach wirklich nur empfehlen, weil die heben gefühlt ewig. Bin gespannt, wenn die kaputt gehen. Dann könnt ihr euch aber sicher sein, dass ich mir genau die gleichen wiederhole. So, noch eine Sache, die jetzt auch nicht unbedingt Skincare ist oder auch kein Parfüm ist oder so. Ihr wisst ja, das ist so der Hauptteil auf diesem Kanal.
Was mich im Sommer echt gerne begleitet hat, ist Eiskaffee gewesen mit, also entweder irgendwie Haferdrink oder irgendeine andere pflanzliche Alternative. Bei mir ist es meistens Haferdrink. Habe ich einen Löffel von dem Proteinpulver hier reingegeben und das schmeckt schön nach Vanille. Das schmeckt so ein bisschen nach Vanilleeis, ne? Also, aber nagelt mich nicht fest, bitte nicht festnageln, weil ich ja schon super lange Veganerin bin und so klassisches Vanilleeis kann ich jetzt natürlich nicht mehr beurteilen. Es gibt schon von Langnese so ein Vanilleeis, was schon mega gut ist. Aber ich bin so der Meinung, das schmeckt schon so wie so ein Vanilleeis und das habe ich mir immer in Haferdrink gegeben, Eiswürfel rein, Espresso drauf, bisschen schütteln und genießen. Beste Eiskaffee, den es gibt. Probiert es wirklich aus. Also Nutri Plus ist halt eine Marke, die verwende ich schon super lange. Und die kann ich halt echt auch wirklich, wirklich empfehlen. Jetzt habe ich doch dreckige Hosen. Naja, ist okay. Muss die Hose eh waschen. Ich habe erst überlegt, ob ich die Teile einzeln vorstellen soll. Aber ich mache es jetzt mal zusammen. Ich habe mir zusammen zum Geburtstag dieses Jahr von Bayer und Söhne diese beiden Teilchen geholt. Der hier ist halt schon teuer mit 50 Euro. Der kostet 20. Aber wenn ich mir eine Sache zweimal kaufe, dann spricht das schon extrem für die Sache. Die Shenya hat auch so ein Produkt, so ein Gel-Cleanser, der aber auf der Haut Öl wird. Und leider gibt es bis dato nichts Besseres als den hier. Meine Shenya auf meinem Discord würde mir jetzt das bestätigen, weil der einfach echt so toll ist. Und ich bin halt so ein Freund von, wenn ich abends mein Gesicht reinige mit Öl, dass da so ein bisschen Widerstand da ist. Und das Da werde ich immer, da fange ich immer an zu flüstern. Und das hier ist halt ein Retinol mit drei Stufen. Das habt ihr vielleicht auch schon in den Videos gesehen, das habe ich auch schon vorgestellt. Da ist Retinal drin, was wesentlich potenter wie Retinol ist. Ich hoffe, ich sage jetzt keinen Scheiß. Ich weiß, es ist gerade nicht aus. Es sind drei Stufen drin. Ich glaube, das eine war Retinal, das sehr potent ist. Und bei dem Produkt musst du halt schon aufpassen, wenn du noch gar keine Erfahrungen mit Retinol hast. Nicht jeden Tag anwenden. Und wenn du schwanger bist, dann solltest du es sowieso gar nicht anwenden. Ich hätte es nicht gedacht, die sind ewig bei mir rumgestanden und ich habe die nicht vorgestellt. Falls ich das noch soll, schreibt mir das gerne unten mal in die Kommentare. Ich muss die nicht getrennt vorstellen. Und das ist so das Meisterbeispiel daran, dass die Drogerie das unwahrscheinlich gut kann, nämlich mit Wirkstoffen werben, dass es halt einfach besser aussieht. Die sind eigentlich ziemlich gleich, bloß dass hier in einer Mini-Mini-Variante nicht der Rede wert, noch Vitamin C drin ist und schon kann man mit Wirkstoffen werben und das Produkt sieht dann auch schon anders aus. Das bemängle ich auch bei großen Marken, ne? Das machen auch große Marken, nicht nur kleine. Die Kleinen haben sich's bei den Großen abgeguckt. Aber ich mag den. Ich mag den. Ich teste ja gerade immer noch die Milky Toner. Wird als nächstes Video kommen und ich bin echt froh, dass ich die gerade habe, weil diese Milky Toner machen mich irgendwie fertig. Das ist nicht so, das befriedigt mich nicht. Das befriedigt mich nicht in der Skincare. Das hier schon. Das ist meine einzigste flüssige Variante, die ich gerade im Moment habe. Ganz gut so, dann kann ich die nämlich auch mal aufbrauchen. Dass ich mit den Haaren gerade Self-Probleme habe, habe ich ja schon am Anfang gesagt. Und ich muss gerade jeden zweiten Tag meine Haare waschen, weil es geht halt einfach nicht anders. Ich hatte auch jetzt eine Zeit lang sehr starken Haarausfall, weil ich halt mit ärztlicher Betreuung auch an meinen Schilddrüsen-Tabletten ein bisschen, ja, da haben wir ein bisschen dran rumgespielt und hat sich negativ ausgewirkt. Und ich habe einfach gemerkt, durch dieses jeden Tag, jeden zweiten Tag, fast jeden Tag waschen,
Es ist scheiße. Macht das nicht, wirklich. Also meine Haare fetten genauso schnell nach, wie als wenn ich jeden vierten Tag wasche und da eben Trockenshampoo reingebe. Aber da ich ja eh Haarausfall hatte und wenn du dann noch mit Trockenshampoo hergehst, dann kriegst du halt noch mehr Haarausfall. Also kann ich jetzt an der Stelle schon mal so sagen. Deswegen jeden zweiten Tag muss ich gerade einfach, ich versuche so lang wie möglich rauszuziehen und dann sehe ich halt manchmal einfach auch so aus. Aber an alle 2 Tage kommt gerade nichts ran und ich brauche da auch nichts anderes ausprobieren. Das Teil hier, das verwende ich schon super, super. Jetzt sehe ich gerade richtig dumm aus. Das verwende ich schon super, super lange und da habe ich schon etliche Flaschen platt gemacht. Das ist ein sehr sensitives Shampoo, keine Duftstoffe, kein Schnickschnack, keine zu harschen Tenside. Das ist nämlich auch wichtig, gerade wenn man so ein Problem hat wie ich, dass die Haare einfach viel zu schnell einfetten. Du darfst sie halt nicht so mega austrocknen. Und das hat mein Problem in meinem Hauttyp, auch auf der Kopfhaut. Das hat meine Hautärztin immer zu mir gesagt: so weit rauszögern, wie es nur geht. Wenn mein Hauttyp, du kannst da jeden Tag waschen und nach jedem Tag, nach der Wäsche, wär's schon wieder fertig. Das ist halt bei mir so. Das geht nicht anders. Und ich versuche das halt immer wieder mal so zu machen, dass ich das wieder so ein bisschen rauszögere, weil dieses jeden Tag Waschen ist halt gar nichts für die Haut. Ne? Also es ist echt Stress. So alle 2 Tage ist noch in Ordnung. Naja, aber ich glaube, dieses Shampoo kennt man. Sieht relativ uninteressant aus. Es muss auch kein Schnickschnack im Shampoo drin sein. Fällt da nicht auf die Werbung drauf rein. Kann es nur noch mal sagen. Ja, ich habe, glaube, alles. Wenn ich so mich rumgucke, habe ich alle Favoriten genannt. Bernd Schneider habe ich genannt. Hatice Schmidt habe ich genannt. Was waren deine Favoriten der letzten Zeit? Schreibe das doch gerne mal unten in die Kommentare. Ich melde mich mal wieder ab, bedanke mich bei dir fürs Einschalten. Gib mir gerne einen Daumen nach oben und hinterlasse einen Kommentar. Ich sage danke fürs Einschalten. Hoffentlich bis bald. Macht's gut. Tschüss.